Das ist der Cupra Formentor. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ausfahrt TV. Bei uns erhaltet ihr die ausführlichsten Videokaufberatungen im deutschsprachigen Raum. Stets gleich aufgebaut. Könnt ihr auch ganz bequem unterschiedliche Fahrzeuge vergleichen. Kostenlos für euch dank unserem Partner leasingmarkt.de. Und hier ist der Schlüssel zu unserem heutigen Testwagen, der Cupra Formentor VZ. Plug-in-Hybrid bzw. der E-Hybrid. Der Cupra Formentor ist erstmal zur Einordnung ein SUV aus dem Segment der Kompaktklasse. Damit ihr es noch ein bisschen besser einordnen könnt, drei Mitbewerber. Das wäre einmal der BMW X2 xDrive 25e, der Mercedes GLA als 250e, den haben wir euch auch schon vorgestellt, und der Volvo XC40 Recharge T5, auch den haben wir schon im Review vorgestellt. Der Cupra Formentor wurde im Juni 2020 in Frankfurt erstmals vorgestellt. Wir waren live dabei. Eine seriennahe Studie wurde bereits im März 2019 in Genf gezeigt. Das Fahrzeug wird in Spanien in Martorell im Stammwerk von Seat gebaut. Beim Euro NCAP Crashtest hat das Fahrzeug im Jahre 2021 alle 5 Sterne bekommen. Cupra bietet den Formentor zu einem Basislistenpreis von 31.490 Euro an. Unser Testwagen als Plug-in Hybrid mit einer Systemleistung von 245 PS, also der VZ, mit allen zusätzlichen Optionen, der hat einen Listenpreis von 52.139 Euro. Die Konfiguration des Fahrzeugs haben wir nachgebaut und auf unserer Homepage abgelegt. Den Link zur Homepage findet ihr da oben, aber auch unten im Videobeschreibungstext. Der erste Link im Videobeschreibungstext, der bringt euch zu unserem Partner leasingmarkt.de. Einfach mal auf den Link klicken, dann seht ihr die ganzen Leasing-Angebote zu diesem Fahrzeug, zum Cupra Formentor. Bei leasingmarkt.de haben wir immer Schnapper dabei, gute Leasing-Angebote. Wenn ihr ein Angebot findet, was euch interessiert, stellt einfach mal unverbindlich und kostenlos eine Anfrage. Tickert eure Daten rein, vielleicht machen die euch ja ein richtig gutes Angebot. Und bald habt ihr so ein Fahrzeug auf der Einfahrt stehen, geleast natürlich. Wenn ihr nichts verpassen wollt, nicht vergessen zu abonnieren und auch schön die Glocke anmachen. Als Antrieb dient dem 2021 Cupra Formentor VZ 1,4 E-Hybrid, ein Hybrid-Antriebsstrang, bestehend aus einem 1,4 Liter rein Vierzylinder-Turbomotor und einem Elektromotor. Der Verbrenner leistet 150 PS und er hat ein maximales Drehmoment von 250 Newtonmeter, welches zwischen 1550 und 3500 Umdrehungen pro Minute anliegt. Der Elektromotor, der sich im Getriebe befindet, leistet 85 kW, 115 PS sind das, und er hat ein maximales Drehmoment von 330 Newtonmeter. Zusammen ergibt sich eine Systemleistung von 245 PS bzw. 180 kW sowie ein maximales Systemdrehmoment von 400 Newtonmeter. Geschaltet wird automatisch mittels 6-Gang DSG. Die Plug-in-Hybriden Formentore haben stets Frontantrieb. Unser Testwagen beschleunigt von 0 auf 100 in 7 Sekunden glatt. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 210 km/h. Batterieelektrisch kann man eine Geschwindigkeit von 130 km/h erreichen. Der Durchschnittsverbrauch laut Hersteller nach WLTP beträgt 1,5 Liter und 15,9 Kilowattstunden auf 100 Kilometer bei einem CO2-Ausstoß von 33 Gramm pro Kilometer. Die Neffswerte 1,9 Liter und 43 Gramm pro Kilometer. Der Tank fasst 40 Liter super. Die batterieelektrische Reichweite nach WLTP ist mit 53 Kilometern angegeben. Optional kann man den Cupra Formentor auch noch mit einem leistungsschwächeren Plug-in-Hybrid sowie 4 Benzinern und einer Dieselmotorisierung bestellen. Cupra bietet den Formentor eigentlich nur in 2 Ausstattungslinien an, Basic und VZ, wobei VZ für schnell steht, Spanisch schnell Velos oder richtig ausgesprochen Velos. Wisst ihr Bescheid, ne? Gut, in beiden Ausstattungslinien kommt das Fahrzeug mit LED-Scheinwerfern, also Voll-LED-Scheinwerfern, daher, also so auch in der Basis. Es gibt allerdings auch keine Aufpreisgeschichten. Matrix-LED-Licht gibt es beim Formentor leider nicht. Der Stromanschluss zum Laden des Akkus, der befindet sich hier vorne. Der Akku selbst natürlich hier hinten im Kofferraum, seht ihr nachher auch noch. Der Akku fasst 12,8 Kilowattstunden, wobei ihr netto nur 10,4 Kilowatt
Stunden nutzen könnt. Der Onboard-Loader, ne, wenn ich hier das Kabel reinstecke, das Typ-2-Kabel, der nimmt maximal 3,6 Kilowatt entgegen. Also selbst an einer 22 kW Wallbox macht er halt nur 3,6. Von 0 auf 100% braucht das Fahrzeug 3 Stunden 40 Minuten. Also nicht das Fahrzeug, sondern der Akku, um geladen zu werden, oder der Onboard-Loader. Von 0 auf 80 ist man in 2,5 Stunden dabei, und eigentlich sollte man ja nur bis 80% immer laden. Bisschen blöd übrigens, darum gehe ich darauf nochmal ein, hier auf der linken Seite, weil meistens sind die Ladesäulen ja auf der rechten Seite, ne, wenn man parkt. Und dann muss man das Kabel hier quasi übers Auto rüberlegen. Du kannst aber auch schön zu Hause an der Steckdose, einer guten alten Haushaltssteckdose laden. Von 0 auf 100 braucht man dann 5 Stunden, von 0 auf 80 4,5 Stunden. Kurze Frage an die Community, weil es mich interessiert. Stromanschluss hier auf der linken Seite von mir eben noch bemängelt. Würde euch das stören wirklich? Also würde euch das vom Autokauf abhalten? Oder sagt ihr, Mensch, den Plug-in-Hybriden, den lade ich doch eh nur bei mir zu Hause in der Garage, da stört mich das nicht. Oder sagt ihr, Killer-Feature geht gar nicht, ich mache es nur, wenn es vorne, hinten oder rechts an der Seite ist der Stromanschluss. Die Basisversion vom Formentor steht auf 18 Zoll Alufelgen. Unser VZ steht auf 19 Zoll, aber das sind optionale 19 Zöller. Hier schön mit den kupferfarbenen Elementen. Die Bodenfreiheit habe ich hier mit 17 cm gemessen. Das Fahrzeug kann man in 9 Farben bestellen. Die Farbe unseres Testwagens nennt sich Urban Silber Metallic. Als Plug-in-Hybrid startet der Formentor natürlich batterieelektrisch, sofern noch ein bisschen Strom im Akku ist. Nein, eigentlich tut er das immer. Irgendwann kickt dann aber der Benziner rein und er hört sich ungefähr so an. In deutlich imposanter während der Fahrt, das kann ich euch sagen, hört ihr gleich im Fahreindruck. An den Auspuffrohren könnt ihr übrigens den Plug-in-Hybrid erkennen. Die sind nämlich ein bisschen anders geformt und auch hier mit den kupferfarbenen Akzenten als beim Verbrenner oder beim Diesel. Derweil spiele ich hier schon die ganze Zeit mit den Rückleuchten. Ihr seht alle Funktionen einmal, seht auch, dass alles hier mit LED-Leuchtmitteln gelöst ist, und wir haben auch dynamische Wischblinker, zumindest beim Abbiegen. Mit dem Schlüssel der Funkfernbedienung kann ich aus der Ferne nicht nur die Fenster, sondern auch das Schiebedach öffnen und schließen, ne? Und natürlich das Fahrzeug ver- und entriegeln, selbstverständlich. Der Schlüssel in der Tasche, das reicht mir schon, wenn ich am Türgriff der Vordertüren ziehe. Da haben wir nämlich ein Keyless Entry vorgesehen, genauso an der Kofferraumhaube. Lediglich die hinteren Türen, die haben die Funktion nicht. Und wir haben hier eine beleuchtete Cupra Einstiegsleiste. Beim Formentor haben wir zwar eine stattliche Bodenfreiheit von 17 cm, aber dadurch, dass sich im Fahrzeugboden ja kein Akku befinden muss, ist der auch entsprechend schmal, und so geht es gar nicht so weit nach oben, sondern eigentlich schon fast ein Stück nach unten wie im normalen Pkw. Man sitzt aber schon ein bisschen höher hier und der Einstieg ist auch ganz bequem. Ja, herzlich willkommen im Innenraum hier vom Cupra Formentor VZ. Den Wagen habe ich für euch konfiguriert. Schaut oben rechts, da poppt jetzt ein Link auf, könnt ihr draufklicken. Kommt ihr auf unsere Homepage, da ist die Konfiguration zu finden. Dann wisst ihr, was hier alles extra zu zahlen ist, sprich optional ist. Und ich fange gleich an mit dem Materialcheck. Im vorderen Bereich die Kante, da haben wir noch einen harten Kunststoff. Und das ist hier so eine Art Kunstleder, wobei das eher ein, fühlt sich eher gummiartig an, ist aber durchaus weich, und hier haben wir noch so eine kupferfarbene Kontrastnaht. Das zieht sich in bis hier runter, hier so ein bisschen gebürstet schwarz quasi eine Kante, und darunter haben wir dann wieder harten Kunststoff. Einmal in den Fußraum geschaut, Teppich, harter Kunststoff und harter Kunststoff. Die Mitte einmal abgeschwenkt, das ist das große Display, ein bisschen hochglänzend schwarz. Hier dann lackiert, außen in Silber, innen in Kupfer. Und hier haben wir auch überall harten Kunststoff im weiteren Verlauf. Bis dann hier, das ist Kunstleder, auch wieder mit der Kontrastnaht. Die Sitze hingegen, hier haben wir die Sitzbahn, das ist dann echtes Leder, aufpreispflichtig auch in Blau gehalten. In der Tür oben ein weicher Werkstoff in Schwarz, dann ein bisschen lackiertes Silber, hier eher matt, da ein bisschen hochglänzend, darunter dann Kunstleder, würde ich denken, auch hier. Und selbst der Griff ist dann noch mit Kunstleder ummantelt. Im unteren Bereich die Türtasche, die besteht aus hartem Kunststoff. So auch die A-Säule. Der Himmel hingegen ist dann mit Stoff bezogen und auch leicht unterschäumt.
Ja, vom Materialmix haben wir alles dabei. Ne? Von feinstem Leder über Lederapplikation bis hin zu jeder Menge auch hartem Kunststoff. Ich finde es trotzdem okay, das Materialmix. Mir gefällt es, aber ich bin vielleicht auch ein bisschen betriebsblind, weil ich das Auto einfach mag. Dann starte ich das Fahrzeug mal. Der Startknopf hier am Lenkrad und die Systeme erwachen zu leben. Unter anderem hier auch das Infotainment-System, was gerade hochfährt. Im unteren Bereich Touch, zum Beispiel für die Lautstärke, aber auch für die Klimaanlage, links und rechts. Und das Ganze kann ich auch noch ausschalten. Dazu auch die Klimasteuerung, wie zum Beispiel hier die Sitzheizung dreistufig. Wird übrigens auch nicht heiß, sondern nur warm. Nur über das Display zu erledigen. Und klicke ich hier drauf, dann habe ich die Klimasteuerung halt. Und kann hier alles anmachen, was ich will. Den Bereich sollten wir uns halt merken. Darunter dann die beiden Lüftungsdüsen für die Mitte. Die kann ich frei verstellen. Den Luftstrom aber nur ausschalten, indem ich das Ganze nach innen drücke. Und genauso funktionieren auch die äußeren Lüftungsdüsen. Auch hier klack nach innen und es kommt keine Luft mehr aus der Düse. Zwischen den Lüftungsdüsen dann der Warnblinkschalter, schön zentral angebracht. Könnte für meinen Geschmack noch einen Hauch größer sein, sitzt aber sehr gut, kann man gut erreichen. Dann hier Shift by Wire ist klar. Erstmal hier vorne drücke ich immer drauf, um das Auto zu starten. Da regle ich aber nur das ESC. Dann hier Shift by Wire quasi mit dem entsprechenden Parkknopf, das übrigens hier auch nochmal hochglänzend schwarz. Dahinter dann die Feststellbremse, die elektrische, ein Auto-Hold-Button und der Knopf für die Zentralverriegelung. Der Cupra kommt mit einem hübschen Lenkrad daher, was auch unten sportlich abgeflacht ist. Wie man unschwer erkennen kann, es ist ein Multifunktionslenkrad. Auch hier wieder mit kupferfarbenen Elementen überall. Und es ist nicht nur beledert, an den Griffflächen das Ganze perforiert, sondern auch hier haben wir eine kupferfarbene Kontrastnaht. Das Lenkrad kann ich manuell verstellen. Ich zeige euch hier einmal den kompletten Radius in Höhe und Tiefe. Wenn ich es ganz tief einstelle, dann verdeckt der obere Lenkradkranz Teile des Cockpits. Aber so wie ich es brauche zum Fahren, kann ich das Cockpit hervorragend ablesen. Die Funktionstasten hier auf der linken Seite. Ich steuere den adaptiven Tempomaten und die Lautstärke vom Infotainment-System. Und hier im unteren Bereich, wenn ich dieses Knöpfchen mehrfach drücke, schalte ich durch die einzelnen Fahrprogramme. Auf der rechten Seite dann hier dieser Dreierbereich für den Bordcomputer, auch okay, also das Scrollrad. Im unteren Bereich dann Infotainment-System, auch die Spracherkennung natürlich. Und hier kann ich die Lenkradheizung aktivieren. Die wird hier in dem Bereich wirklich sehr schön warm. Und den Startknopf, den habe ich euch schon gezeigt. Die Schaltwippen sehen schick aus, schick lackiert. Ja, von hinten dann doch eher ein bisschen schnöde und man sieht, dass es halt harter Kunststoff ist, ein bisschen geriffelt. Man kommt aber gut an die Wippen heran. Drei Finger kann ich bequem darauf ablegen. Also, ja, kann ich gut erreichen beim Fahren. An der Lenksäule rechts der Scheibenwischerschalter für die Scheibenwischer vorne und gedrückt hinten. Auf der Gegenseite dann Blinker, Lichthupe, Fernlicht und ein Taster, mit dem wir dann hier die Assistenzsysteme uns ins Cockpit holen können. Und an- und ausschalten können wir sie dann auch noch. Links neben dem Lenkrad habe ich die Lichtschalter. Unter anderem kann ich hier auch Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte aktivieren. Im unteren Bereich dann Heckscheibenheizung und den Defroster für die Frontscheibe. Hier unten in der Türtasche habe ich einmal die Möglichkeit, die elektrische Heckklappe zu öffnen und auch die Verriegelung der Tankklappe. Beim Plug-in-Hybriden muss man das ja immer per Hebelchen machen können. In der Erweiterung der Armlehne haben wir dann die vier elektrischen Fensterheber. Die hinteren kann ich sperren, wenn ich möchte. Und die Spiegelverstellung, wenn ich den Knopf auf 7 Uhr, dann klappen die Spiegel elektrisch an. Soweit so gut die Bedienung. Ich bin 1,80 Meter groß. Ich presse mich mal in den Sitz, der im Übrigen auf der tiefsten Position eingestellt ist und bekomme noch eine aufgestellte Faust zwischen meinem Kopf und dem Himmel hier rechts, links neben dem Glaspanoramadach.
Also die Kuppfreiheit ist durchaus gegeben. Zwischen den Sitzen jetzt nicht allzu viel Platz. Die Mittelarmlehne auch eher von der Breite nur geeignet für eine Person. Der Blick nach vorne erstmal sehr schön, weil ich da die Kanten in der Haube sehe. Das gefällt mir sehr gut. Das zeugt gleich so auf Sportlichkeit beim Auto. Das Armaturenbrett aber im ersten Schritt erstmal ziemlich zerklüftet durch die unterschiedlichen Ebenen. Das große aufgesetzte Display auch noch. Was das Ganze aber dann rausreißt, und das sieht man jetzt gerade nicht, aber nachher seht ihr es kurz, ist das Ambient Light, was ja hier einmal so als Schwung drumherum läuft. Und das tatsächlich, zumindest bei mir, erzeugt dann nochmal so eine optische Breite des Fahrzeugs, sodass das fast noch ein bisschen größer wirkt, als es tatsächlich ist. Und das, obwohl wir ja dunkle A-Säulen und einen dunklen Himmel haben, der eigentlich immer das Ganze optisch nach unten drückt, damit man sich sportlicher in dem Auto fühlt. Aber diese kleine Leuchte, diese kleine LED-Leuchte reißt das für mich richtig raus. Den Beifahrersitz habe ich euch schon gezeigt. Jetzt seht ihr auch noch den Fahrersitz. Der Fahrersitz ist elektrischer stellbar, der Beifahrersitz nicht. Die Verstellung hier vor und zurück ist klar. Ich kann den Sitz vorne anstellen, ne? Oder halt im Ganzen heben und senken. Dazu noch die Lehne verstellen, schön brav. Und ich habe eine Lordosestütze, die ich nicht nur ein- und ausfahren kann, sondern auch in der Höhe verstellen kann. So sieht es aus. Ja, die Kopfstütze ist fest, ne? Die ist integriert, aber ich glaube, ihr seht schon ganz gut, man kann ruhig noch ein bisschen größer sein und sie funktioniert dann auch für größere Leute hier. Die Sitze habe ich als sehr bequem empfunden. Sie bieten zudem auch noch schön sportlich Seitenhalt. Das ist also genau so, wie man sich so einen Sitz in diesem Auto wünscht. Die Sitzkonfiguration kann ich hier übrigens auf der linken Seite dreifach abspeichern. Dann starte ich nochmal das Fahrzeug, damit ihr seht, wie sich der Bildschirm hier aufbaut hinter dem Lenkrad. Bimmelt erst ein bisschen und es gibt halt unterschiedliche Ansichten, die ich hier über die View-Taste ändern kann. Das schalte ich jetzt einfach mal durch, dann seht ihr die ganzen Ansichten. Sehr reduziert, sehr sportlich, klassisch. Ja, klassisch sportlich würde ich sagen. Und dann sind wir schon wieder durch. Ich springe jetzt mal in die klassische Anzeige hinein. Da haben wir also eine Art Drehzahlmesser. Im oberen Bereich ist es das auch. Im unteren Bereich seht ihr Blau Power, Grün Charge. Das ist dann also eher für den Plug-in-Antrieb. In der Mitte dann die Restreichweite elektrisch sowie mit dem Benzin, was noch im Tank ist. Da unten das Fahrprogramm, ne? Wenn ich auf Drive schalte oder wieder zurück in P. Die Akkuleistung mit 50%, die Lenkradheizung ist aktiviert. Auf der anderen Seite als Rundinstrument dann der Tachometer mit der digitalen Geschwindigkeit unten am, auf der rechten Seite. Direkt darüber dann das Tempolimit, oben Uhrzeit und Außentemperatur und unten melden sich dann die Assistenzsysteme. Mit diesen Wippen kann ich jetzt ins Innere der Rundinstrumente springen oder auch in die Mitte und da dann entsprechend die Inhalte noch verstellen. Da kann ich mir halt diverse Sachen anzeigen lassen und in der Mitte natürlich auch nochmal durch den Bordcomputer bzw. unterschiedliche Einstellungen durchschalten. Und das geht natürlich auch bei allen Ansichten, die ich da zur Verfügung habe. Ich jetzt wieder zurückschalte auf View, dann deckt sich das mehr oder weniger mit dem, was wir eben gesehen haben. Na, komm mal hier, springen wir in die Seiten rein. Also auch hier kann ich dann Sachen entsprechend ändern. Dazu noch, manchmal sieht man noch mal so, dass man nach rechts springen kann bzw. nach links und dann kann man auch noch Sachen verändern. Gut, schließe ich gleich den Rundumblick an. An der B-Säule kann man gut vorbeisehen. Die A-Säulen sind fast zierlich. Da sitzt ihr. B-Säule okay. Dann hier CD-Säule. Ein kleines Fenster dazwischen bringt nicht wirklich viel. Und da seht ihr auch hinten, da ist durchaus die Möglichkeit, dass sich jemand hinter dem Fahrzeug versteckt. Auch der Blick nach ganz hinten, nicht gerade üppig, wenn man ehrlich ist, ne? Eher so eine Schießscharte, durch die man nach draußen sieht. Meine Frau sagt, nach hinten schlechte Sicht. Ja.
Gut, aber immerhin, da ist das Auto dann zu Ende. Den toten Winkel lassen wir natürlich gar nicht entstehen, weil wir vorher in den rechten Außenspiegel schauen. Die Spiegelfläche fast ein bisschen klein für das kompakte Fahrzeug, aber dafür das Spiegeldesign finde ich bei Seat immer recht gelungen, sportlich. Im Innenspiegel kann ich auch mit einem Blick die komplette Heckscheibe erfassen, aber wie gesagt, der Blick nach hinten offenbart nicht allzu viel, aber mit allen drei Spiegeln hat man doch eine gute Sicht, was alles hinter einem passiert. Beim Rangieren hilft dann durchaus die 360-Grad-Kamera hier auf der linken Seite zu sehen. Das ist das Bild der Rückfahrkamera. Wenn ich hier am Volant drehe, dann lenken die Linien auch mit und man sieht sehr schön, wo man denn hinfährt. Und bevor ich hier an die Wand fahre, bekomme ich dann auch noch eine Rückmeldung von den Parksensoren. Nicht nur akustisch, sondern eben auch optisch. Zack, wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Auch hier wird mir angezeigt, wohin ich mich bewege. Im Bild der Kamera nach vorne. Ja, und so kann ich natürlich hervorragend rangieren. Dazu gibt es noch andere Ansichten, wenn man denn möchte. Und jetzt noch mal nach hinten. Auch hier habe ich noch so eine gezoomte Ansicht halt. Jetzt bin ich auch schon fast durch. Was noch fehlt, ist der Hupencheck. Wie hört sie sich an, die Hupe? Ja, da kann man sich schon Gehör verschaffen mit, denke ich. Ja, weiter geht's mit dem Ablagencheck. Ich zeige euch einmal die ganzen Ablagen hier im Fahrzeug sowie die weiteren Funktionen, die ich eben ausgelassen habe, weil sie nicht ganz so wichtig sind zum Fahren. Ja, ich fange wie immer an mit den Türtaschen und wie immer habe ich meine Flasche Y-Food mit dabei. Geschmacksrichtung Crazy Coconut. Y-Food ist eine, sie nennen es selber eine ausgewogene Trinkmahlzeit. Sie nennen es so, weil da jede Menge Mineralstoffe dabei sind und Vitamine. Ich finde es ganz praktisch, weil 500 Milliliter hier die Flasche haben 500 Kalorien und mich macht das dann 4 Stunden lang satt. Das ist eine tolle Alternative, statt irgendwo in eine Fastfood-Bude zu fahren, irgendwas in sich reinzustopfen. Unkontrolliert Kalorien hauptsächlich und nachher ist einem dann schlecht. Hilft mir das ganz gut auf längeren Fahrten, aber auch hier am Bilsterberg. Ich habe für euch die Flasche immer dabei, damit wir schön vergleichen können, wie groß denn die Türtaschen sind. Das gibt es einmal als halben Liter und dann auch nochmal als 0,33 Liter Flasche. In der Geschmacksrichtung hier jetzt Cold Brew Coffee. Es gibt noch andere Geschmacksrichtungen. Der Alex blendet euch einen Code ein. Damit könnt ihr bei der ersten Bestellung 10% sparen und das für euch mal selbst ausprobieren. Ich würde nicht dafür Werbung machen, wenn ich es nicht selber gut finden würde. So ist das. Die kleine Flasche rutscht dann hier auch nach hinten noch so ein bisschen weg. Das heißt, die Türtasche geht nach hinten auch noch ein bisschen weiter. Da kann man zum Beispiel Warnwesten ganz gut verstecken. Hier habe ich jede Menge Platz, ne? So dass auch hier Literflaschen reinpassen und ich kann sie auch so nach oben hin noch entnehmen. Oder wenn die Tür halt geschlossen ist, geht es auch zur Seite noch ganz praktisch. Die nächste Ablagefläche dann hier schon unter den Lüftungsdüsen. Da haben wir ein schwarzes Loch. Jetzt sieht man es besser. Da haben wir 2 USB-C-Anschlüsse. Hier liegt auch nicht ohne Grund mein Handy, sondern das ist eine induktive Ladefläche. Wenn dein Handy also induktiv geladen werden kann, legst du es einfach hier rein und es wird während der Fahrt vollgeladen. Macht Sinn bei dem Auto, denn sowohl Android Auto als auch Apple CarPlay lässt sich kabellos mit dem System verbinden. Somit muss man das Handy hier nur reinwerfen. Verbindet sich automatisch und wird nebenbei noch geladen. Das Ganze ist rutschfest hier auch an den Seiten und das Handy dürfte auch noch ein bisschen größer sein, wenn man denn wollte. Ja, weiter geht's hier mit Ablageflächen links und rechts neben dem Shift-by-Wire-Teil. Hier soll ich dann meinen Funkschlüssel reinlegen, damit das Auto den zur Not auch nochmal erkennt. Hier habe ich eine weitere Ablagefläche, die ist ein bisschen tiefer. Beide sind rutschfest ausgekleidet. Die Mittelarmlehne kann ich in der Höhe verstellen und auch hin und her schieben, also hauptsächlich nach hinten schieben. Dann habe ich hier Platz bzw. sehe 2 Getränkehalter. Und auch hier kann ich wieder meine beiden Musterflaschen bemühen. Der halbe Liter hier im tiefen Geäst passt ganz gut. Die kleinere Flasche würde hier auch ganz gut passen. Die passt hier hinten allerdings nicht wirklich rein. Da müsste man noch kleinere Flaschen haben oder eben größere, denn der halbe Liter, ne, der fällt dann nicht bis ganz unten durch, aber auch der lässt sich hier verstauen. Ja, dazu noch die Armlehne. Wenn ich sie ganz aufklappe, finde ich hier noch einen 12-Volt-Anschluss, den ich nutzen kann in diesem Fach.
Und das Fach ist auch rutschfest ausgekleidet. Von der Größe her, auch hier ließe sich zumindest der halbe Liter verstauen. Hier sogar beide. Ne? Selbst wenn ich das zumache, geht das. Ja, und hier muss man halt ein bisschen aufpassen, wenn man das Ding nach vorne schiebt, dann geht man über den kleineren Getränkehalter rüber. Unter dem Beifahrersitz gibt es auch noch eine kleine Klappe. Und hier habe ich ein Fach, was mir deutlich mehr Platz bietet, als sich das zuerst vermuten lässt. Das ist die kleine Flasche, die ich hier reinlege. Und da bekomme ich also, da würde ich sogar noch mehrere Flaschen hineinbekommen. Allerdings darf ich das Fach nur mit 1,5 Kilo belasten. Das Handschuhfach habe ich hier. Da ist ein bisschen Bordmaterial drin, sonst ist das auch eher schmucklos gehalten. Hier an der Seite gibt es auch noch mal ein kleines Fach, was auch ein bisschen tiefer ist. Da passen auch gut Warnwesten rein. Ne, die Flasche halt mal nicht. Muss ja auch gar nicht sein. Also hier hat man jede Menge Platz und beleuchtet ist das Ganze hier halt auch noch. In der Sonnenblende finde ich einen Make-up-Spiegel, der dann von oben beleuchtet ist. Direkt daneben ein Clip für Parktickets oder besser noch die Rettungskarte. Die Spiegelfläche des Make-up-Spiegels eher nur mittelgroß bis klein, zumindest ziemlich schmal. Die Sonnenblende kann ich aushängen, zur Seite schieben, allerdings nicht nach hinten ausziehen, sodass hier von der Seite noch Sonne einfallen kann. Wir haben an allen vier Türen Haltegriffe. In der Dachkonsole habe ich Leseleuchten für Fahrer und Beifahrer. Und das ist natürlich auch zusammen gleichzeitig die Einstiegsbeleuchtung. Ja, wir haben das Glaspanoramadach hier im Auto optional. Die Glasfläche lässt sich auch komplett verdunkeln. Da fährt elektrisch quasi so ein Blendschutz vor, der jedoch nicht ganz blickdicht ist, also ein bisschen Sonne kann hier noch durchkommen. Das Glasdach hingegen ist zweigeteilt, das lässt sich hier einmal schön aufstellen, aber auch im Ganzen halt öffnen. Dabei schiebt sich die vordere Glasfläche über die hintere Glasfläche, das ist auch ganz offen, und im vorderen Bereich stellt sich der übliche Kamm auf. Ja, und somit habe ich euch auch schon alles gezeigt hier im Auto an Ablageflächen, zumindest im vorderen Bereich. Für mich wäre das vollkommen ausreichend, auch für größere Fahrten mit der Familie. Ich denke, man hat hier schon eine Menge Verstaumöglichkeiten. Gerade das Handschuhfach bietet eine Menge Platz, wie auch die unterschiedlichen Ablagen hier in der Mittelkonsole. Dann möchte ich euch einmal noch das Infotainment-System rudimentär zeigen. Heutzutage spricht man ja fast von Software, ne? Nur noch Software. Ich finde, das ist aber trotzdem noch ein Infotainment-System. Ich steppe da jetzt einmal mit euch gemeinsam drüber. Hier zu sehen ist die Dreieransicht. Ich kann hier nochmal drücken, dann habe ich die ganzen Funktionen in Icon-Form hier einmal abgebildet und man sieht die drei Streifen als Button. Drücke ich nochmal drauf, habe ich wieder die Dreieransicht. Drücke ich nochmal drauf, habe ich die Icons entsprechend. Ja, wir wollen mal in den Bereich Radiomedien springen. Immer wenn ich mich für einen Bereich entscheide, dann habe ich hier unten nochmal die oder kann ich zumindest mir individuell anlegen, Sprungziele. Ach, ihr wisst, was ich meine. Gut, wir haben den Bereich Radio. Hier kann ich wählen zwischen FM, DAB und Webradio. Hier werden mir dann halt meine ganzen Sender angezeigt. Radio Bob ist schon ausgewählt. Darum steige ich jetzt mal auf Rockantenne um. Dann habe ich hier die Favoriten, die ich mir schon abgelegt habe und kann jetzt Rockantenne da reinsetzen. Oder ich sage HR3, nee, den mache ich nicht weg. Was sage ich? UFM braucht kein Mensch. Setze ich da Rockantenne rein und ja, so sieht das dann aus. Und dann kann man hier scrollen bis zum Umfallen quasi oder das Ganze auch wieder löschen. Nämlich, das brauchen wir nicht doppelt hier. So. Zurück zu gesprungen zum Radio. Da werden mir die Favoriten dann auch nochmal angezeigt. Medien gibt es natürlich auch. Hier kann ich verschiedene Quellen aussuchen. Das bringt es jetzt aber im Moment gerade nicht so. Dazu haben wir dann noch Einstellungen für Radio und Medien. Gut, was ich ein bisschen nervig finde, ist, ich will eigentlich die Übersicht haben. Jetzt muss ich hier zweimal klicken, damit ich wirklich die Kachelsicht habe und springe direkt rein in den Bereich in Navigation. Hier habe ich jetzt die Möglichkeit, Ziele anzugeben. Einmal sind schon ein paar, die ich in letzter Zeit genutzt habe. Ich sage aber, ich möchte in die Wertherstraße einmal hier Leerzeichen, dann auf Nummern, die werden noch eingeblendet, 42, in Bielefeld das Ganze.
Das wird mir hier auch schon vorgeschlagen, ergänzt. Und dann bekomme ich hier das Suchergebnis, da drücke ich drauf. Selbiges wird mir jetzt hier in Kartenform auch nochmal angezeigt. Sage ich jawohl, da möchte ich hin. Bitte fahren Sie zur angezeigten Route. Und er rechnet jetzt hier für mich die Route zusammen. 82 Kilometer, 16:34 wäre ich denn zu Hause. Hier kann ich noch wählen zwischen Nord ausgerichtet 2D, Fahrtrichtung ausgerichtet 2D und einer 3D-Einstellung. Und natürlich gibt es auch Einstellungen. Hier kann ich noch einiges einstellen halt. Ja, ist schon klar, ne? Wieso kann ich hier nicht wieder zurückspringen? So, und dann habe ich hier noch weitere Optionen, Autotag, Nacht, ihr wisst Bescheid, zentrieren und so weiter. Die üblichen Funktionen. Um die Routenführung abzubrechen, drücke ich einfach aufs X und gut ist. Weiter gibt es auch eine Spracherkennung, die ich per Voice-Kommando oder über diese Taste aktivieren kann. Hola, hola. Ja, bitte? Fahre mich nach Bielefeld, Wertherstraße 42. Meinten Sie Bielefeld, Herderstraße 42? Nein, Nummer 2, Nummer 2, Zeile 2, 2. Einen Moment bitte. Bitte wiederholen Sie. Zeile 2. Einen Augenblick bitte. Sie können einen Eintrag oder eine Zeilennummer nennen oder sagen. Komm, dann mache ich das einfach so. Wertherstraße 42. Tun wir mal so, als hätte sie uns gleich verstanden, aber ihr seht, das lief dann nicht ganz so gut. Hier werden mir jetzt aber direkt drei unterschiedliche Routen kredenzt, von schnell über langsam. Und lang halt auch. Und wenn ich mich jetzt hier, wenn ich nichts tue, dann kann ich hier Start drücken oder eben es startet auch automatisch. Bitte fahren Sie zur angezeigten. Gut, mache ich aber nicht, sondern ich möchte jetzt nochmal hier weiterspringen. Und zwar einmal gucken, was haben wir noch? Fahrzeug machen wir gleich. Apple CarPlay kann ich euch einmal zeigen. Das wird hier auch vollflächig angezeigt. Aber an der Seite haben wir immer noch die Möglichkeit, den Home-Button zu erreichen, die Einstellung fürs Fahrzeug und hier Sitzheizung und Klimatisierung sehen wir auch noch. Also springen wir wieder zurück. Klimatisierung habe ich euch gezeigt. Fahrdaten kennt eigentlich jeder VAG-Fahrer. Ne? Ab Start, Langzeit und Tanken. Fahrzeugstatus ist ebenfalls ähnlich. Und dann gibt es noch hier für die E-Reichweite die entsprechenden Sachen. Dazu, wenn ich aufs Auto selbst klicke, sagte ich, dann habe ich hier die Möglichkeit, die Assistenzsysteme einzustellen. Ich kann meine Fahrprofile ändern. Ich habe hier Einstellungen für die Batteriegeschichte, beziehungsweise kann mir wählen zwischen elektrisch unterwegs sein oder im Hybridmodus. Und wenn ich den nutze, kann ich auch noch sagen, ich möchte, dass die Batteriereserve auf 100% bleibt oder sich auflädt oder auf 80%. Und das passiert dann auch während des Fahrens. Ambient Light zeigen wir euch gleich und das sind dann die üblichen Fahrzeugeinstellungen hier, die ich anklicken kann und im Prinzip habe ich euch damit dann auch schon das Wichtigste gezeigt, bis auf die Klangeinstellungen, die wollen wir uns auch nochmal ansehen. Ich kann also hier diverse Sachen voreingestellt nutzen oder halt einen fünfstufigen Equalizer auf meine Bedürfnisse einstellen. Sound Focus habe ich auch noch, alle Auto oder ich nutze den Fader manuell. Wenn ich die Türen öffne, dann wird das Cupra-Logo hier vor die Tür projiziert. Da haben wir die beleuchtete Einstiegsleiste. Und ich steige mal ins Fahrzeug ein. Jetzt haben wir hier die LED-Leiste auf der einen Seite und da nochmal in den Türen eine zweite Leiste mit einer anderen Farbe, kann man die belegen. Hier in den Einstellungen habe ich einmal die Möglichkeit, verschiedene Moods quasi zu aktivieren, die dann das Auto unterschiedlich einfärben.
Ich kann aber auch ans Drive-Profil anpassen. Je nach Fahrprogramm ist es dann unterschiedlich. Oder ich gestalte das Ganze individual. Da sieht man jetzt auch nochmal, zwei Bereiche habe ich. Oben nutze ich jetzt mal gelb und in den Türen möchte ich blau haben. Und so sieht man das, glaube ich, ganz schön. Die Türen blau, das Lichtband drumherum gelb entsprechend. Kleines Gimmick, ich drücke den Warnblinkschalter und das Ambient Light blinkt mit, zumindest der obere Lichtstreifen. Nicht verschweigen möchte ich hier das Ambient Light, was von oben noch runter schimmert. Zudem haben wir im Fußraum auch noch Ambient Light und wir können das alles auch von der Helligkeit unterschiedlich einsteuern. Den Plug-in-Hybrid kann ich mir übrigens gar nicht mit dem Beats Premium Soundsystem konfigurieren. Da sind immer die Standardboxen dabei. Ganz im Ernst, ich finde, die hören sich gar nicht schlechter an als das Beats-System, sondern eigentlich fast ein bisschen besser. Bis in den hohen Lautstärkebereich ist der Klang jetzt gar nicht so schlecht. Ja, klingt so ein bisschen blechern alles, aber finde ich noch in Ordnung. Ich würde mich trotzdem freuen, wenn sich Cupra nochmal einen Partner suchen würde, Audio-seits, der es richtig krachen lässt. So ein schönes Auto, da passt auch richtig gute Musik zu und somit auch ein gutes Soundsystem. Das hier ist in Ordnung. Für mich als Lehre, ich würde Beats nicht extra wählen, sondern immer die Standardboxen einfach nutzen, weil die sich auch nicht schlechter anhören. Gut, als kompaktes SUV, da kennen wir Tausende. Die Frage ist, wie viel Platz hat man hier hinten auf der Rücksitzbank? Das möchte ich euch gerne zeigen. Und natürlich auch die Ausstattung. Die Türöffnung kommt mir fast ein bisschen klein vor. Dafür muss ich beim Einsteigen den Kopf nicht wirklich einziehen und kann auch hier hinten bequem einsteigen. Ja, so sieht es aus, wenn ich mit meinen 1,80 Meter hier auf der Rücksitzbank Platz genommen habe. Von der Kopffreiheit passt auch eine ganze Faust zwischen meinem Kopf und dem Himmel, zumindest hier mittig. Und wenn ich meinen Kopf zur Seite drehe, stoße ich auch nicht irgendwo an. Der Fahrersitz ist auch noch auf mich eingestellt und ich sitze hier sehr bequem hinter mir selbst quasi. Ne? Ich habe ausreichend Beinfreiheit. Wenn ich möchte, kann ich auch meine Füße ziemlich weit unter den Fahrersitz schieben. Das ist auch sehr bequem. Und egal wie ich mich hier hinfläze, ich finde auf jeden Fall eine sehr angenehme Sitzposition. Wir haben elektrische Fensterheber, die Fenster sind auch getönt, versenken sich allerdings nicht vollständig, sondern bleiben da stehen. Dafür haben wir eine Automatik, das heißt auch einen Einklemmschutz. In den Türen kurz aufgegriffen, das ist alles harter Kunststoff im Vergleich zu vorne, haben wir auch wieder eine Türtasche. Hier passen die beiden Flaschen auch noch rein, so ein bisschen Platz bietet die Türtasche durchaus. Im oberen Bereich haben wir auch einen Haltegriff mit Kleiderhaken und hier im vorderen Bereich Leseleuchten und gleichzeitig auch die Einstiegsbeleuchtung. An der B-Säule gibt es einen weiteren Kleiderhaken und an der Rückseite der Vordersitze haben wir so Zeitungstaschen. Ein bisschen labberig, aber dafür passen doch auch zur Not Bücher rein. Auf jeden Fall DIN A4 hochkant und auch quer. In der Mitte dann zwei Luftausströmer. Wenn ich die nach außen drücke, also nicht nach innen wie vorne, sondern nach außen, kommt keine Luft mehr aus der Düse. Wir haben hier eine dritte Klimazone, die wir uns einstellen können. Bloß aktuell gerade nicht. Und auch nochmal zwei USB-C-Anschlüsse. Das Fahrzeug kommt dann auch mit einer Mittelarmlehne. Und hier kann ich noch einmal weiterziehen. Somit kann ich hier Sachen vom Kofferraum durchladen oder mal schnell in den Kofferraum greifen. In der Mittelarmlehne haben wir hier drei Getränkehalter im Prinzip. Ich sage im Prinzip, weil der mittlere wirklich klein ist. Da passen nur irgendwelche flügeligen Energy-Dosen rein, glaube ich. Die große Flasche passt, wackelt auch nicht raus vorne. Die kleine hinten entsprechend. Und wenn ich die große nach hinten stelle, dann quetsche ich die da schon richtig rein. Dann ist da kein Spiel mehr. Dafür kippelt die kleine aus dem vorderen Halter entsprechend raus. Die Mittelarmlehne kann ich selbstverständlich auch als solche nutzen. Und dann kann ich mir die auch mit meinem Mitfahrer hier teilen. Apropos Mitfahrer, wenn ich mich hier ganz bequem hinsitze, dann brauche ich bis zu dieser Naht auf jeden Fall den Platz. Somit auch auf der Seite. Da seht ihr ungefähr, wie viel Platz man hat für eine Person, die in der Mitte sitzt. Wenn ich mich in selbige Mitte sitze, setze ich einmal unbequemer, weil das Rückenteil härter ist und auch das Sitzteil irgendwie nicht so schön ausgeformt ist. Ja, Kopffreiheit habe ich aber noch genug, bin aber jetzt mit meinen Oberschenkeln schon über den Sitzflächen der beiden äußeren Sitzplätze. Drei Personen,
meiner Statur kann man hier hinten also nicht unterbringen. Dann müssten die Personen schon deutlich schmaler oder schlanker sein. Und dann nochmal auf der Rücksitzbank sitzend, nach oben durchs Glaspanoramadach schauend. So ist der Blick. Ein bisschen begrenzt ist es schon, aber ich würde es trotzdem, wenn ich kleine Kinder habe, auf jeden Fall nehmen, weil dann können die immer gebannt nach außen sehen und sich die große wilde Stadt ansehen oder den schönen Wald. Ja, die Gurte hier hinten, gerade lang genug, um Kindersitz und Babyschalen anzuschnallen. Könnte man ruhig noch ein bisschen üppiger gestalten. Die Türöffnung, auch nicht riesig, aber ich denke, selbst größere Kindersitze kann man hier reinbekommen. Muss man zur Not halt ein bisschen verkanten beim Einladen. Die Isofix-Halterungen verbergen sich hier zwischen den Polstern. Da kann man dann den Sitz einstecken. Die Gurtpeitschen hier hinten, starrer Natur, sodass Kinder sich auch selbstständig anschnallen können. Und der Gurt hier hinten für den mittleren Sitzplatz direkt an der Lehne zu finden. Auch auf dem Beifahrersitz haben wir Isofix-Halterung. Finde ich gut. Den Beifahrer-Airbag, die hier aktiviere ich, indem ich die Beifahrertür öffne. Ein Schlüsselbad aus dem Funkschlüssel friemel und da einmal überschließe. Mit eben diesem Schlüsselbad kann ich hier auch einmal überschließen. Zur Not tut es auch einen Schraubenzieher, um die Kindersicherung zu aktivieren. Dann können die Kinder nicht mehr hier von innen allein die Tür öffnen. Unser Fahrzeug ist mit einer elektrischen Kofferraumklappe ausgestattet. Ich habe euch schon im Innenraum den Schalter gezeigt. Ich habe hier unten auch einen Taster auf dem Schlüssel ebenfalls. Oder ich kicke hier einfach mal zentral. unter den Stoßfänger und dann fährt die Klappe hoch. Ich habe sie eben programmiert. So öffnet sie dann vollständig und selbstverständlich hat sie auch einen Einklemmschutz, nicht nur im oberen, sondern vor allen Dingen auch im unteren Bereich. In den Kofferraum vom 2021 Cupra Formentor VZ 1,4 E-Hybrid passen 345 Liter. Ich betone das so, denn beim Verbrenner und Diesel sind es 450 Liter, bei den allradgetriebenen Modellen immerhin noch 420 Liter. Bei umgeklappter Rücksitzbank haben wir hier in unserem Fahrzeug ein Ladevolumen von 1415 Litern, bei den anderen Modellen eben entsprechend mehr. Ja, gern präsentiere ich euch auch einmal den Kofferraum, die Ladekabel, einmal hier der Ziegelstein und auch das Typ-2-Kabel sind in Taschen hier hinterlegt. Wir wollen uns aber den Kofferraum angucken. Ich kann also den Boden hier einmal hochklappen. Da sieht man auch, da ist die Batterie, Abschlepphaken, das Felgenschloss, glaube ich, und ein Tire-Kit haben wir hier am Start. Ja, sonst können wir da nicht viel unterbringen. Dann haben wir hier links, das finde ich eigentlich ganz schick, Warnweste, Verbandsmaterial und Warndreieck. Alles in der Tasche, die man mit Klettverschluss hier auch gut anbringen kann. Da der Hebel, um die Anhängerkupplung elektrisch ausklappen zu lassen. Hier vorne eine Zuröse. Das Pendant dazu habe ich im vorderen Bereich auch noch. Da ein bisschen weiter höher dann ein Taschenhaken. Den gibt es hier auch noch mal im oberen Bereich. Und hier kann ich dann gleich die Rücksitzbank umlegen. Auf der rechten Seite im Prinzip alles ähnlich. Das Einzige, was hier noch mal dazu kommt, ist einmal eine richtige Steckdose. Mit 150 Watt darf ich die belasten und halt die Kofferraumbeleuchtung. An der Heckklappe haben wir nur einen Knopf, nämlich um die zu schließen, die Heckklappe. Und wenn ich die nicht elektrisch gewählt habe, dann kann ich die hiermit zuziehen. Der Sichtschutz verfügt über ein richtiges Scharnier. Im oberen Bereich hänge ich hier so einen Nippel aus. Und dann kann ich das Ganze auch entnehmen. Auf der Sichtseite mit Filz besprüht. Die Rückseite, da sieht man dann, dass es Presspappe ist. Mit gebührendem Abstand zur Stoßstange komme ich mit meinen 1,80 Meter hier auch locker an die Entriegelung der Rücksitzbank. Einfacher geht es natürlich mit dem Hebelchen. Dann fallen 60% der Rücksitzbank auf der rechten und die anderen 40% halt auf der linken Seite. Und wenn ich jetzt hier nochmal meinen Flug mache, ne, klein bisschen haben wir ja hier als Ladekante. Und da steigt es dann auch schon wieder nach vorne an. Ganz eben ist es nicht. Aber es lässt sich trotzdem, glaube ich, ganz gut beladen. Mein 28 Zoll Rennrad habe ich hier einmal in den Kofferraum eingeladen. Bei umgeklappter Rücksitzbank brauche ich keins der Räder ausbauen, der Laufräder. Allerdings das Vorderrad hier schon so einschlagen, sonst geht der Kofferraum nicht gut zu.
fange ich mit meinem Fahreindruck an, hier mit dem Cupra Formentor als 245 PS Plug-in-Hybrid. Wir sind den Wagen ja auch schon als Benziner gefahren mit 310 PS. Und das ist jetzt hier quasi die Firmenwagenausgabe, wenn ich das so sagen darf. Der Wendekreis ist geblieben, 10,9 Meter. Ja, ich drehe mal am Lenkrad, eine Lenkradumdrehung und einen Hauch. Das sind auch zwei Lenkradumdrehungen von Lenkanschlag zu Lenkanschlag. Dazu die Unterstützung der Servolenkung ist sehr angenehm. Ich habe Komfort, Sport, Cupra und Individual. Individual kann ich konfigurieren, gucke ich mir einmal an. Hier habe ich jetzt einmal die Möglichkeit, das DCC, das adaptive Fahrwerk, stufenlos quasi von Komfort zu sportlich bzw. Cupra zu schalten. Bei der Lenkung habe ich die Möglichkeiten Komfort, Sport, Cupra zu wählen. Beim Motor Komfort Sport Eco Cupra, beim Motor Sound Komfort Sport Cupra und beim adaptiven Tempomaten Komfort Sport Cupra. Und die Klimasteuerung kann ich zwischen Komfort und Eco wählen. Nochmal zurück auf die Fahrprogramme, was mir hier auffällt. Ich kann Eco als Fahrprogramm gar nicht einspringen, sondern das kann ich mir zumindest motorseitig nur so einstellen, dass ich das dann auf Individual lege. Zu den Fahrprogrammen haben wir noch, weil wir ja im Plug-in-Hybrid sind, zwei weitere Programme, die ich parallel schalten kann. Das ist einmal der E-Mode, rein elektrisch fahren, wird allerdings überstimmt beim Kickdown. Dazu habe ich die Möglichkeit zu sagen, nee, ich will im Hybridmodus unterwegs sein. Und hier kann ich jetzt auch noch sagen, halte die Batteriereserve auf 40, 20, also in 20er Schritten kann ich das einstellen, kann auch auf 100% gehen und dann würde er jetzt versuchen, während der Fahrt den Akku wieder vollzuladen. Macht keinen Sinn, geht aber. Was aber interessant ist, ist zumindest die Reichweite zu halten, die elektrische, wenn es später mal so ist, dass man irgendwo in die Innenstadt nur noch batterieelektrisch reinkommt, dann fährt man halt dahin, hält so lange die Reichweite und kann dann dort batterieelektrisch unterwegs sein. Ja, ich gehe jetzt trotzdem mal in den Elektromodus, weil wie gesagt beim Vollgasfahren wird der eh überstimmt und gehe jetzt hier auch noch mal in den Cupra-Modus. Die Straße leider etwas feucht, also werde ich Traktionsprobleme haben, ist einfach klar, weil das jetzt hier ordentlich an der Vorderachse ruppt. Ja, und da habe ich die 100 auch schon erreicht. Unter Idealbedingungen von 0 auf 100 geht es in 7 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit erreiche ich dann bei diesem Fahrzeug bei 210 km/h. Jetzt kann ich doch eigentlich hier, jetzt geht es auch wieder mit dem Durchschalten, wieder in Komfort zurückschalten und fahre in die Unterführung. Da solltet ihr jetzt sehen, wir haben ja gar nicht mehr so viele Schalter, aber die Schalter, die wir noch haben, sind weiß hintergrundbeleuchtet. Die kann ich also auch im Dunkeln gut finden. Lustigerweise, selbst Plus und Minus der Schaltwippen sind beleuchtet. Ich bin jetzt im EV-Modus unterwegs. Da soll man elektrisch halt eine Geschwindigkeit bis zu 130 km/h erreichen können. Im Übrigen, wir haben eine 6-Gang-Automatik. Und der Elektromotor ist ja auch im Automatikgetriebe mit verbaut. Die Automatik fällt sich sehr unauffällig, wie man das kennt aus dem VW-Regal. Und das ist ja auch gut so, denn so möchte man die Automatik haben. So, jetzt habe ich den Tempomaten auf 55 km/h gesetzt, bewege mich hier auf meine Fahrwerksteststrecke zu sozusagen. Die beginnt ja mit den beiden stärkeren Dehnfugen. Tadang! Die höre ich, im Gestühl kommt aber nicht allzu viel an. Auch hier die Wellen wären eigentlich noch ganz gut ausgeglichen. Ich bin ja im Komfortmodus jetzt vom DCC. Klar, die tieferen Wellen, die so ein bisschen Schlaglochcharakter haben, die höre ich, aber im Sitz, der im Übrigen auch sehr komfortabel ist, bekomme ich davon nichts mit und somit finde ich das schön, die Spreizung zwischen Sport und Cupra, nein Quatsch, zwischen Komfort und Cupra ist wirklich so angelegt, dass man im Komfort nicht einen Restkomfort hat oder ein sportlich komfortables Auto, sondern das finde ich wirklich komfortabel und es verhärtet sich dann entsprechend im Cupra-Modus, dass man dann noch ein bisschen sportlicher fahren kann.
Im Übrigen, wenn ich jetzt hier im Elektromodus meinen Fuß vom Fahrpedal nehme, seht ihr im Cockpit, geht es sofort in den Charge-Bereich rein. Dann rekuperiert das System, also sprich der Elektromotor erzeugt dann Strom oder wandelt noch besser gesagt Bremsenergie in Strom um, den er dann wieder in die Batterie speichert. So ist im Prinzip jeder Bremsvorgang nicht umsonst, sondern bringt euch wieder ein Stückchen elektrische Reichweite. Das finde ich immer sehr angenehm bei Hybridfahrzeugen. Und wir haben aber hier kein One-Pedal-Driving-ähnliches Konstrukt, sondern ja, das Auto wird langsamer, bleibt dann aber weiterhin am Rollen, ne? Kommt nicht vollständig zum Stand, nur die Charge-Leistung, die geht dann auch irgendwann gegen Null. Und jetzt rolle ich halt weiter die ganze Zeit. Kann ich machen, weil ich den Rückspiegel im Weg habe und hinter mir halt nichts kommt. So, jetzt nochmal in den Sportmodus, der sollte reichen hier. Ach komm, was kostet die Welt, ne? Gehen wir schön in den Cupra-Modus, auf geht's auf die Autobahn. Heute ist Feiertag, von daher 1. Mai, da sollte es nicht ganz so voll sein. Die Kurve kann ich hier ein bisschen sportlicher ruhig nehmen, vom Fahrwerk her sowieso. Und ich habe sehr angenehm viel Seitenhalt in den Sitzen. Jetzt trete ich das Pedal mal durch und ihr werdet akustisch Zeuge der Geräuschuntermalung, die hier künstlich in den Innenraum gespült wird. Weit genug rangefahren an die Höchstgeschwindigkeit, zumindest laut Tacho, und kann es jetzt auch wieder ein bisschen ruhiger angehen lassen. Aber ihr habt gesehen, so verhält sich halt die Beschleunigung hier, wenn man auf dem Gas stehen bleibt. Ja, 100 km/h jetzt im sechsten Gang, da dreht der Wagen bei gut 3000 Umdrehungen. Ich habe in den Hybridmodus wieder geschaltet, sonst würde ich ja Batterie elektrisch weiterfahren und hätte hier gar keine Drehzahl, keine Windgeräusche, auch den Motor höre ich nicht wirklich, nur so ein ganz bisschen. Ich passiere den Laster und auch den nehme ich nur gedämpft wahr, also habe ich auch eine leichte Dämmung nach außen hin oder zur rechten und linken Seite halt. 120 im sechsten Gang bei 2200 Umdrehungen. Jetzt kommen Fahr- und Windgeräusche doch signifikant dazu. Das Auto wird ein bisschen lauter. Meine Stimme muss ich aber noch nicht heben, also noch lange nicht. 140 dann bei 2600 Umdrehungen, schätze ich mal. Alle Geräusche wieder ein Stückchen lauter geworden. Meine Stimme muss ich trotzdem nicht heben, wenn ich mich hier mit meinem Sitznachbarn unterhalten will. Immer noch eine gute Reisegeschwindigkeit. 160 dann bei gut 3000 Umdrehungen. Jetzt haben die Windgeräusche richtig nochmal so einen Schritt gemacht, deutlich lauter geworden. Und ich fange jetzt auch an, meine Stimme leicht zu heben, um mich verständlich zu machen. 180 jetzt bei 3200, 3300 Umdrehungen vielleicht. Die Windgeräusche haben nochmal proportional zugenommen, ist nochmal lauter geworden. Das wäre mir auf Dauer jetzt als Reisegeschwindigkeit, wenn ich mich mit jemandem unterhalten möchte, doch ein bisschen zu laut. Ja, wo die Autobahn schon so leer ist, 3800 Umdrehungen bei 200. Da finde ich aber den Lautstärkeunterschied zwischen 180 und 200 auch nicht mehr groß signifikant. Ja, im leicht feuchten Doppelkreisel darf ich euch vielleicht nochmal darauf hinweisen, dass wir hier den Fronttriebler fahren, das Auto dann also auch ein bisschen über die Vorderachse schiebt im Zweifel. Die Lenkung sehr schön sportlich und präzise ausgelegt ist, sodass sich das Fahrzeug auch schön in die Kurven zirkeln lässt, auch wenn ich das hier nicht mache. Wie gesagt, ich habe hier leichte Traktionsprobleme auf der nassen Straße. Dennoch macht das Kurvenzirkeln hier durchaus Spaß, somit auch die kurvige Landstraße für das Auto durchaus ein spaßiges Gebiet. Da lässt sich dann der Benziner nochmal schön vom Elektromotor boosten und ja, so kann man mit dem Fahrzeug auch eine ganze Menge Fahrspaß haben und das ist ja auch gut so.
Das Fahrzeug ist mit einem Durchschnittsverbrauch von 1,5 Litern und 15,9 Kilowattstunden nach WLTP angegeben. Das ist Alex Testwagen und der hat eine Effizienzfahrt für euch unternommen, ist rausgekommen bei einem Verbrauch von 4,4 Litern und 7,7 Kilowattstunden. Der Langzeitverbrauch bei dem Fahrzeug, ohne dass man jetzt viel aufgeladen hat in der Regel, über 1000 Kilometer liegt dann bei 7,7 Litern und 0,8 Kilowattstunden, was im Prinzip zeigt, wenn du das Auto niemals auflädst, du Schlingel, ich hoffe, das machst du nicht, dann bist du beim Verbrauch zwischen 7 und 8 Litern hier unterwegs bei dem Fahrzeug. Ich persönlich bin hier ein großer Freund von Plug-in-Hybriden, weil ich finde, dass sie einem einmal die Reichweitenangst nehmen, aber im Alltag dich halt batterieelektrisch fahren lassen. Hier ja auch gegeben bei einer Reichweite von gut 53 Kilometer bei vollem Akku. Wir haben zwei Motoren und die arbeiten auch sehr schön zusammen. 150 PS hat der 1,4 Liter rein Vierzylinder Benziner als Leistung. Der Elektromotor kommt mit 85 kW dazu. Das sind umgerechnet 115 PS. Zusammen ergibt das eine Systemleistung von 245 PS. Die sind vollkommen ausreichend bei dem Fahrzeug, was ein Trockengewicht von 1,7 Tonnen hat. Und wenn man das zusammen und umrechnet, dann hat man mit der Systemleistung ein Leistungsgewicht von gut 7 Kilogramm, gerundet natürlich, pro PS. Und man sagt ja immer, oder ich sage zumindest immer, im 5-Kilo-Bereich bist du beim Sportwagen, im 10-Kilo-Bereich bist du bei einer Familienkutsche. Da ist er also schon eher in Richtung Sport unterwegs und darum ja auch die Kennung VZ. Ich finde, dass der Antriebsstrang dem Fahrzeug durchaus gut steht. Wer allerdings sagt, ich möchte den wirklich effizient nutzen, der sollte wirklich den kleineren Plug-in-Hybrid nehmen mit dem 204 PS Systemleistungsaggregat, weil der dann auch noch mal ein bisschen effizienter ist. Den Wagen hier haben sie so konfiguriert, nach eigener Aussage, dass man damit halt auch ein bisschen sportlich Spaß haben soll. Und das kann man auf jeden Fall mit dem Fahrzeug auch haben. Vielleicht nochmal für die Freunde des synthetischen Sounds in Komfort hier einmal von 2, also so im 6000er. Ich trete einfach mal durch ein bisschen. Es ist schön ruhig, das Auto. Dann gehen wir wieder runter in Sport. Hört sich das Ganze dann so an. Und jetzt gehen wir wieder runter. Mit Effizienz hat das nichts zu tun. Und das ist der Cupra-Modus. Da hört man wirklich nochmal deutlich den Unterschied der synthetischen Verstärkung der akustischen hier. Ja, komme ich mal zu den Assistenzsystemen, Rock'n'Roll. Ich habe den Tempomaten mal auf 150 km/h gesetzt, fahre jetzt gleich auf eine Kolonne auf, die deutlich langsamer unterwegs ist, unter anderem auch, weil hier die Kollegen von der rechten Einfädelspur reinkommen. Das Fahrzeug bremst mich also sehr angenehm ruhig runter. Und wenn ich jetzt den Blinker setze, fängt es auch sofort an zu beschleunigen wieder. Also setzt den durch das Blinker setzen, reagiert der adaptive Tempomat schon und leitet den Überholvorgang ein. Dazu haben wir einen Spurhalteassistent. Ich lenke mal hier gegen die Linie. Er fängt mich ein, hält mich aber leider nicht konstant in der Mitte der Spur, sondern sorgt halt nur dafür, dass ich nicht abkomme. Meckert dann auch. Dann haben wir den Totwinkelassistenten, den ich super finde, weil er sich hier so schön ins Ambient Light eingliedert und der warnt mich auch schon 3-4 Fahrzeuglängen, bevor überhaupt das Fahrzeug sich in meinen toten Winkel schieben kann. Dazu haben wir auch eine Verkehrszeichenerkennung, die mir hier die Verkehrszeichen entsprechend ins Cockpit kredenzt. Nicht nur Tempolimits, sondern auch Überholverbote etc. pp. Die interagiert allerdings nicht mit dem Tempomaten, übernimmt also nicht quasi automatisch das Tempolimit für den Tempomaten, sondern das muss ich dann immer manuell anpassen.
Ja, somit sind alle vier Systeme, die ich immer fordere, mit an Bord. Leider ist der Spurhalteassistent nicht permanent am Arbeiten. Das finde ich eigentlich mal sehr angenehm auf langen Strecken, weil es mich wirklich nachhaltig entlastet. Die anderen Systeme aber auch eher funktionieren aber sehr ordentlich. Ja, Kinder, das war's auch schon wieder. Das war unsere Videokaufberatung zum Cupra Formentor VZ 1,4 E-Hybrid, dem Plug-in-Hybriden. Dieses Fahrzeug habe ich tatsächlich in Erwägung gezogen, anzuschaffen als Firmenwagen für mich. Aus den Gründen, ich finde ihn wahnsinnig schick außen. Das ist wirklich, ich mag ja eigentlich keine SUVs. Es ist ja aber ein CUV. Ne? Von daher, nein. Ich finde ihn wirklich richtig schick. Und was ich auch mag, ist der Innenraum mit diesem Leuchtband. Ich mag das Auto wirklich richtig gerne. Warum er rausgeflogen ist, habe ich drei Gründe. A, den Plug-in-Hybriden gibt es nicht als Allrad-Version. Das finde ich einfach schwach. Ich möchte eigentlich ein Allrad-Fahrzeug haben. B, du kriegst das Fahrzeug nicht mit Matrix-LED-Scheinwerfern. Und was ich aber noch schlimmer finde, C, ist, es gibt das Fahrzeug nicht mit einem Head-Up-Display. Das sind Features, die möchte ich eigentlich haben, wenn ich ein neues Fahrzeug anschaffe. Ja, jetzt bin ich sehr gespannt, was ihr da draußen sagt zu diesem Fahrzeug, zu unserem Review. Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare. Wir lesen das immer gerne, was ihr so denkt und meint. Und wenn euch das Review gefallen hat, gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr meint, Mensch, der Gleitzmann macht ja ganz coolen Krams, dann abonniert den Kanal, macht die Glocke an und so weiter und so fort. Müsst ihr aber auch nicht. Was viel wichtiger ist, bleibt gesund da draußen. Ich verabschiede mich jetzt wie immer und sage tschüss, bis dann, euer Jan.